Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. So, alles wieder verrücken hier. Dazu komme ich später. Es ist ein Paket angekommen und ich muss ehrlich sagen, es gibt Dinge, die klingen manchmal zu gut, um wahr zu sein. Und so ist das hier bei diesem Teil hier. Das hat mir ein netter Kanalspender gespendet. Das ist einfach, kann es nicht anders sagen, es ist zu gut, um wahr zu sein. Das fing damit an, ich habe eine... Mann, ich muss nochmal trinken, ja schon wieder. Oh Jesus Christus, Mann. Mir hat jemand geschrieben, er hätte eine Kanalspende für mich. Dadurch habe ich zurückgeschrieben, in der Infobox von meinem YouTube-Kanal würde meine E-Mail-Adresse stehen. Das hat er dann nicht gefunden, dann habe ich meine E-Mail-Adresse geschickt und er hat per E-Mail-Adresse hat er mir dann geschrieben, er hätte eine Spende für mich und zwar ein Münchenbrett, ein Polga-Modulset, Vancouver-Modulset, die Netzteile, zwei Figurensätze. Ich glaube, das war's. Hat er das Münchenbrett schon erwähnt? Das klang mir zu schön, um wahr zu sein, muss ich ehrlich sagen. Das ist natürlich nicht das Münchenbrett hier. Das ist mein eigenes, was ich vorher schon hatte. Und das klang einfach zu schön, um wahr zu sein. Und dann hat er geschrieben, er hätte kein Auto und er würde das verbinden mit dem Besuch in Münster. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist das, kann ja sein, vielleicht ist das jemand, der mich pranken will. Der will, dass ich nach Münster fahre und dann ist da nichts. Ich hätte eh mit dem Bus hinfahren müssen. Und daraufhin habe ich ihm geschrieben, er könnte ja zwei Pakete machen. Und das ist das erste davon. Das erste Paket. Das sind so Dinge, die sind so surreal. Das ist quasi wie Weihnachten jetzt für mich. Ich muss ja irgendwie nicht, dass ich dann hier zu tief mit dem Messer reingehe. So. Öffnen. So, das Messer wieder weg. Das ist wirklich wie Weihnachten für mich. Das ist hier... Das sind hier die Figurensätze, nehme ich mal an. Die München-Figurensätze, ja genau. Wow. Optimal erhalten. Das Münchenbrett ist noch unterwegs. Das sollen zwei Figurensätze sein für München. Ihr wisst ja, wie München-Figuren aussehen. Dann hier Füllmaterial. Das schmeiße ich mal dahin. Wow, was für ein Klopper von Netzteil. Wow, hier. HG5004A. Und ich habe geschrieben, im Schachcomputer-Forum habe ich geschrieben, ob das funktionieren würde, das Modul mit dem HG5004A an das Exklusivbrett anzuschließen. Und da habe ich geschrieben, da wäre der MM4 vorher drin gewesen. Hier ist nochmal ein Netzteil für den Polga, das Netzteil, da kommt aber noch. Das ist hier ein Seitec 9-Volt-Netzteil. Das funktioniert aber vollkommen problemlos. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das habe ich nämlich hier. Dann hier nochmal Figuren. Ach, das sind die anderen München-Figuren. Sind das hier. Das sind die anderen München-Figuren. Also das zweite München-Set. Und dann, ich habe ein bisschen Probleme, dass ich nicht weiß, wohin damit jetzt hier. Und dann, das ist so fantastisch. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Mephisto Vancouver 16-Bit Schachcomputermodule. Wow. Ich bin wirklich fassungslos, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich... Ich muss natürlich dran denken, die richtigen Netzteile zu nehmen. Also dieses Klopper-Netzteil muss ich dann dafür nehmen. Die 16-Bit-Version ist Vancouver. Mit Originalkarton. Ein Lehrmodul habe ich ja noch. So, achso, das kann man aber jetzt einfach wieder zusammen machen. Das ist schon mal sehr gut. Dann das, die sind beide so. Warum sind die beide so auseinander? Hat er das Paket durch die Gegend geworfen oder was? Karl-Heinz, hier, schnapp! Oh, doch daneben. So, dann habe ich ja noch Lehrmodule, habe ich ja noch. Und ich habe ja gefragt, ob das geht, dieses Vancouver-Modul in den Exklusiv reinzusetzen mit dem Netzteil. Das hatte ich gefragt.
So, dann setze ich das mal rein in das Display-Modul. Der München ist noch unterwegs. Dann das Modul hier. So, dann brauche ich noch ein Leermodul. So, das Leermodul hin an. Und ganz wichtig natürlich, man muss dann natürlich das Originalnetzteil nehmen. So, fertig. Ich weiß gar nicht, warum die so auseinander waren. Die haben wahrscheinlich wirklich die Hupsortierschnapp und was weiß ich. Ich muss da lieb sich beschweren. Unverschämtheit, aber so ein Klopper von Netzteil hier. So. Das ist dann noch. Na, weiter krieg ich es nicht ran hier. Netzteil, komm mal näher ran hier. So, dafür muss ich erstmal ein Foto machen. Meine Güte. Mann! Blinkt da irgendwas? Ach, jetzt hört auf zu blinken hier, Leute. Die Blinkshow kann mal beendet sein. Ach, er macht es. E5, ich kann es nicht glauben. Dudelalilulululau. Das gibt's doch gar nicht. Und ich brauche auch kein Netzteilmodul. Wow. Das ist so fantastisch. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich den tatsächlich hier stehen habe. Eine super satte, klar zu lesende Anzeige hier. Meine Güte. Das macht da so ein bisschen fassungslos, muss ich ehrlich sagen. 16 32-Bit Display-Modul, Vancouver 16-Bit. Oh Mann. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich den Vancouver 16-Bit, ich habe mir so lange schon so einen Schachcomputer gewünscht. Das ist so fantastisch. Jetzt könnt ihr mal auf Clear gehen hier. Dann auf Funktionen. Ich habe meiner Freundin erstmal das Bild hier gepostet. So, Sekunde, gleich jetzt weiter. Jeden Moment. Sprache Deutsch, Drehen, Ton, Bibliothek, Zufall. Da könnte man auch Turnier bieten. Das ist hier. Wenn ich Zufall ausmache, habe ich Turnierbibliothek. Dann Bibliothekstil, normal. Mensch, Gambit, klassisch, modern. Blitz. Das ist so fantastisch. Dann ist hier drunter programmierbare Bibliothek aus. Da kann man sogar noch Öffnungen speichern. Aufgeben an. Zufall.
So, jetzt mal ausmachen hier das Telefon. Das, ich kann das gar nicht glauben, dass ich den habe. Das ist irgendwie noch so ein bisschen, das muss erstmal bei mir ankommen. Dass es jemanden gibt, dass ich so fantastische Abonnenten habe. Dass ich in Vancouver 16-Bit, das ist ja quasi, danach gab es noch den London, den Genius gab es noch, nach diesem Gerät. Das ist ja quasi einer der späteren Geräte. Hashtable an, Spielstil aktiv, da kann man auch nur Spielstile wählen. Risiko und solide. Ich glaube, solide hat der Roma. Deswegen lasse ich mal auf aktiv. Selektivität, da muss ich nur gucken, was das ist. Eine Anleitung, die muss ich mir von Sanchetta holen. Hier kann man jetzt die Figurenwerte verstellen, ist alles 100%. Remis-Faktor, Zeitkontrollen, Bedienungszeit. Da sind wir bei Sprache Deutsch wieder. Das ist so, ich kann das gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Meine Güte, ich stelle mal die Kamera down. So, ein bisschen näher ran vielleicht. Ich habe das nicht so gerne, wenn die Kamera mir so im Schritt filmt. So, da seht ihr nun das. Wie gesagt, den Exklusiv hatte ich vorher schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch ein Exklusiv war, der quasi für so ein Almeria oder Porteros, Lyon, Vancouver irgendwie was gedacht war. Meine Güte. Da muss man immer noch die Schockstarre verarbeiten. Was eigentlich, wenn ich Springer E5 schlägt mache? Macht er dann Läufer C3 und Springer E4 oder macht er dann Dame E7? Ich mache das mal, Springer E5 schlägt. Das ist kein Buch mehr. B4 C3 tatsächlich. Und jetzt nehme ich mal mit dem. Also persönlich gefällt mir mit dem B-Bauern besser. Manche würden wohl mit dem D-Bauern nehmen. Zwecks Figurenspiel. Aber mir gefällt das so besser. F6, E4. Ich muss ehrlich sagen, mir hat noch nicht mal der Name des Netzteils vorher was gesagt. 5004A oder irgendwie sowas in der Art. Noch nie gesehen. Das ist so surreal für mich immer noch. Jetzt diesen Vancouver tatsächlich zu haben. Meine Güte. Fantastisch. Enter, Pfeil rauf, Clear, Pfeil links, Pfeil rechts, Pfeil runter. Vancouver 91, 11th World Microcomputer Chess Championship. Weltmeister, World Champion, Champion du Monde 1991. Ja, obwohl das nicht so ganz zutraf. ja, natürlich sowieso nicht. Erstens der 68-30er, dann ist Vancouver Dritter geworden. Der erste wurde, Mann 91 war Chess Machine oder der Risk. Ich meine, Chess Machine wäre Weltmeister geworden. Außer Chess Machine wurde da das Risk-Modul. Die Chess Machine, M-Chess war nicht Zweiter auf dem 486er 33 und Dritter der Vancouver. Und dadurch, dass da ja diesen Herstellertitel hatte, also die Geräte, die auch im Laden zu kaufen waren, hat er dann quasi diesen Titel bekommen und durfte dann das Stechen spielen. Und dem Stechen haben die so ein Remis zusammen. Ja gut, was willst du denn machen? Du spielst einen Stichkampf gegen, das ist wie Stallorder in der Formel 1. Du fährst quasi, also die beiden Formel 1 Fahrer fahren gegeneinander. Und dann, man könnte sich theoretisch den WM-Titel teilen, wenn es in der Formel 1 sowas gäbe. Dann, was wollen die denn machen? Dann machen die quasi, dann lässt ihn Fahrer 2 des Fahrer 1 dann vorbeifahren, damit Fahrer der andere das Turnier gewinnt und damit beide Weltmeister sind. Sowas in der Art. Das ist das, intern ist das ja. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Läufer C4 machen kann.
Vor allem, wie klar das Display zu lesen ist. D7, D5. Hm. Das Problem ist immer, dass dieser Bauer hängt. Also muss ich wohl schon Läufer B2 machen. Und dann D4. Meine Güte. Das muss man wieder oben erstmal ankommen. Ich wollte ja D3 ziehen, ich wollte ja ihn vertreiben. Dame F6. Ich könnte auf E4 nehmen, dann nimmt er auf E5, dann nehme ich auf D5, dann nimmt er auf D5. Hm. Ich ziehe den einfach weg. Ach, dann nimmt er auf C3, das geht gar nicht. Hm. Ich nehme den weg. Obwohl das auch scheiße ist. Das ist natürlich einmal eine super Variante. Welche Variante berechnen Sie gerade? Ja, ich berechne die, die auch scheiße ist. Shit. D5 schlägt, Dame D5 schlägt. Dann bin ich aber mit dem König in meiner Mitte. Dann würde ich Dame D2, Turm E8, Schach, Läufer E2, Läufer Dame G2 schlägt und dann würde ich große Rochade machen. Mache ich sogar. Dame nimmt, dann biete ich mal den Damentausch an. Ich habe irgendwie auf das Brett in den Verdacht, dass das sowieso für so ein Gerät gedacht war. Dieses Exklusivbrett. Weil ich habe so Bilder gesehen, da ist glaube ich der Almeria da drin. Dame F2 schlägt. Hm. Also Turm F1 geht ja nicht. Läufer C4, dann tauscht er einfach weg. Läufer B5 tauscht er einfach weg. Spiel C6 oder Läufer D7 oder theoretisch geht sogar Springer C6 oder Turm einfach weg. Turm G1, das bringt mir nichts. Woher kann mit der Dame? Er kann er gar nicht nehmen. Turm G1, Dame E2, Dame E2, Turm E2, Turm Schach, Turm dazwischen matt. Also Turm G1, Läufer G4 geht ja nicht. Das gibt's gar nicht. Ich dachte wirklich, das wäre, der will mich verarschen. Oh Mann. F2, H2. So, da muss ich mal ein bisschen Gas geben hier mit C4 zum Beispiel. Jetzt will ich auf Angriff spielen. Er ist ja immer noch an das Matt gekoppelt. Also weder Turm schlägt, Dame Schach, noch Dame schlägt, Turm schlägt, Turm Schach geht. Macht das doch. Bin ich jetzt irgendwie drunken, das ist doch total pleite. Da geht Turm G7 schlägt, Schach geht ja auch. Turm G7 schlägt, König H8. Und dann geht sogar Turm G6 wird matt. Dame D8 Schach, Turm E8. Dame schlägt matt, Dame D8 Schach. Das kann er nichts anderes machen. Wow, ich gewinne sofort die erste Partie gegen den Vancouver. Matt. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht, warum hat er das übersehen? Ich weiß doch nicht, welche Stufe ich spiele. Irgendwie eine ganz niedrige Stufe muss das sein. Das überrascht mich jetzt. Ich bin halt so gut vermutlich. Ja, ich kann ja die anderen Sachen mal kurz nochmal zeigen. Das ist hier... Das sind hier diese Figuren hier. Dann mal die Dame raus und sieht man die im Bett. Hm. Hier, die hier. Sind das hier? Das sind die München-Figuren. Er hat da geschrieben, zwei München-Sets. Das München-Gerät schickt er mir noch. Ich werde das wohl so machen, dass ich das alte München-Set, was ich habe, vielleicht dann wegtauschen. Überrascht mich ein bisschen, dass ich so relativ easy gewonnen habe. Er hat einfach zu viele Bauern gefressen und dann, warum hat er den nicht matt setzen lassen? War das so schwierig? Welcher Level ist das überhaupt, den ich hier habe? Drück mal auf Clear und dann kann ich mal sehen hier, was das für ein Level ist. Das Gute ist an der Sache, ach, 2 Sekunden pro Zug habe ich gemacht. Deswegen. Das Gute ist an der Sache, dass ich durch die ganzen Emulatoren ja genau was wieder sich bedienen lässt. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich kann es nur wiederholen, das gibt es ja gar nicht. Ich hätte nie damit gerechnet, ich habe mir das immer erträumt.
so ein Vancouver-Gerät. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich den München zu einem München-Vancouver mache und den Exklusiv zu einem Exklusiv-Polga oder ob ich den Exklusiv im Vancouver, als Vancouver lasse und mache mir den München-Polga. Lass mir dann München als Polga. Also kann ich nur sagen, immer wieder danke, Boris. Das ist so fantastisch. Den Vornamen darf ich hoffentlich nennen. Es gibt ja noch andere Boris, Boris Spassky zum Beispiel und so weiter. Oder einfach nur Boris. Ja, vielen Dank für diese unglaublich fantastische Kanalspende. Das ist wirklich... Den werde ich jetzt gegen andere Geräte zum Beispiel spielen lassen. Gegen Milano auf jeden Fall erstmal. Da kann ich ja... Mit dem Gerät kann ich ja mehrere Matches gegen Milano spielen lassen. 30 Minuten die Partie gegen Milano auf solide, auf aktiv und auf Risiko. Dann kann ich noch mit Gambit-Bibliothek spielen lassen, also die Bibliotheken durchgehen. Der hat ja nicht nur Gambit-Bibliothek und Mensch-Bibliothek, er hat ja noch in diesen Bibliotheken hat er noch eine Turnierbibliothek oder eine Zufallsbibliothek. Da kann ich noch mal kurz die Eckdaten hier angeben. Die hole ich mir aus dem Smartphone mal raus. So, kann ich da auch zurückgehen? Genau. Mephisto. Vancouver. Vancouver 16-Bit. Das ist ja nicht der Vancouver 68.000. Das ist ja nicht der Vancouver 68.030. Dadurch bedingt, dass der Vancouver bei der WM nicht so abgeschnitten hat wie erwartet, haben die dann Richard Leng gebeten, das Programm nochmal etwas umzuschreiben. Und der Lowman, der hat dann die Bibliothek gemacht für den Vancouver. Also komplett general überholt das Ganze, Eröffnungen neu reingemacht und sowas alles. Mal gucken. Richard Leng, Hegner und Glaser, 1991, 2179 Elo, Prozessor 68.000, 12 MHz, 512 KB RAM, 256 KB ROM, 34,5 Züge Rechentiefe. Bibliothek 17.000 Varianten mit über 150.000 Halbzügen. Display 2x16, stellige Punktmatrix, beliebig programmierbar die Spielstufen. Einführungspreis 1.200, nur das Modulset. Also nicht im Exklusiv. Also bei dem Modulset 1.200 hätte man noch 998 Mark war da exklusiv 4. Wie viel hat das Modul? Sagen wir mal, das Exklusivbrett 500 Mark. Dann wäre es so 1.700 Mark gewesen. Der Vancouver exklusiv. Die Programmversion lässt sich folgendermaßen abrufen. Vor dem Einschalten die Taste Enter und Pfeil links gedrückt halten. Dann anschalten. Zuerst wird die Version angezeigt. Anschließend wird noch ein Rahmen oder Tastentest oder sowas da durchgeführt. So, ich mach mal aus. Dann bauen wir das Ganze mal. Ja gut, das war 2 Sekunden pro Zug. Da hat er es da nicht gesehen. Also man kann also durchaus sich so ein besseres Gerät holen als Anfänger. Und dann, die haben auch Anfängerstufen und sowas alles. Oder du kannst auch selbst eingeben, dann gibt es eben nur Notfallan. 1 Sekunde pro Zug. Also man hat da gesehen, dass er hat zweizügig matt sitzen lassen auf der Grundreihe. Ich hätte auch Turm G7 schlägt Schach machen können. König F8. Obwohl, das wäre nicht gegangen. Da wäre der Turm noch dazwischen gegangen. Das wäre falsch gewesen. Also das war schon das bessere Matt. Das einzige Matt. So, man will es ja nicht so kompliziert machen. Wenn man natürlich zaubern wollte, man soll normalerweise nicht schön spielen. Turm schlägt König F8, Dame Schach, Turm dazwischen. Dann Turm Grundreihen Schach und wenn der König nimmt matt, weil der Läufer die Diagonale hat. Was war das hier? Enter und die Falltaste links. Version 3.09. Jetzt kommt dieser Test hier, Rahmentest und alles.
KSQU? Fragezeichen, Fragezeichen. Guck mal, diesen Test, den lasse ich mal nächstes Mal lieber. Also 309, die Version. So. Nachdem 1991 in Vancouver zum ersten Mal seit Jahren mit einem nur leicht modifizierten Mephisto Le Young-Programm den WM-Titel nicht mit nach Hause nehmen konnte, kam trotzdem zum Ende des Jahres ein neues Modulset namens Vancouver auf den Markt. Dass dieses Modul trotzdem den bekannten Aufkleber Weltmeister 91 trägt, hängt mit den Modalitäten der WM und der Vergabe von Titeln in verschiedenen Gruppen zusammen. Das Vancouver-Programm stellt eine nochmals überarbeitete Version des eingesetzten WM-Programms dar. Insbesondere die Eröffnungsbibliothek wurde wesentlich erweitert. Hierzu wurde der holländische Computerschachexperte Joren Nomen hinzugezogen, welcher die ohnehin schon üppige Bibliothek auf insgesamt 150.000 Züge und 17.000 Varianten aufpeppte, um eine Reihe von aggressiven Varianten anreicherte. Es gibt also mittlerweile kaum noch etwas, was der Vancouver nicht kennt. Der Übersicht halber ist das Eröffnungsbuch unterteilt in die Bereiche Normal, Mensch, Gambit, Klassisch, Modern und Blitz. Und das Ganze jeweils noch als Turnier- oder Zufallsvariante wählbar. Insgesamt stehen dem Anwender somit 12 unterschiedliche Bibliothekseinstellungen zur Verfügung. Die erweiterte Bibliothek und der neu hinzugekommene Partiespeicher für bis zu 50 Partien mit durchschnittlich 35 Zügen ist auch der Hauptgrund für die Erweiterung des ROMs, Speichers von 128 auf 256 Kilobyte. Es lassen sich übrigens nicht nur Partien, sondern auch Stellungen abspeichern. Den noch verfügbaren freien Speicherplatz in Prozent zeigt der Vancouver selbstverständlich an. Eine weitere Neuerung dem Vancouver ist die verfeinerte Möglichkeit, die Figurenwerte einzustellen. Ansonsten, also in 10% Schritten. Das ergibt natürlich also zwischen 50 und 150%. Ja, kann man machen, mit dem man vielleicht ein bisschen rumexperimentiert. Ansonsten bietet der Vancouver, wie auch schon seine Vorgänger, so gut wie alle erdenklichen Einstellmöglichkeiten und Optionen. Neben allen üblichen Stufen auch individuell frei einstellbare Spielstufen, verschiedene Spielstile, solid, aktiv, Risiko, wählbare Selektivität, programmierbare Öffnungsbibliothek, Schachlehrerfunktion, frei programmierbare Anzeige? Mit der bis zu 12 wechselnden Anzeigen, sowohl für die Rechen- als auch für die Fernsehphase. Ich schaue mich so komisch an, weil ich mir an Zählen rumpole. Hinsichtlich der Verbesserung gegenüber dem Vorgänger Mephisto Le Young kann man sagen, von allem ein bisschen, das Programm spielt sehr ausgewogen in allen Partiephasen und wirkt vom Stil her nicht unbedingt wie ein typisches Computerprogramm, sondern eher wie ein ruhig und umsichtig agierender Spieler, der jedoch Schwächen beim Gegner sofort erkennt und entsprechend reagiert. Gelegentliche Schwächen im taktischen Bereich, besonders spürbar bei den langsameren 16-Bit-Versionen, lassen sich durchaus zum Beispiel 18 Mega zu reduzieren, das kann ich jetzt aber nicht. So. Warte mal, wo war denn hier? Es gibt doch normalerweise gibt es ja auch die Funktion neu, wo man den Speicher löscht. Stufe, da muss ich nochmal auf Enter gehen, dann rauf, dann nochmal rauf, stopp runter, 5 Minuten Blitz, Enter, Clear. Ach, er will immer noch die Stellung haben. Wie mache ich das denn, dass ich das jetzt lösche? Ich habe kein Löschen hier. Start, Stufe, Stellung, Kontrolle, Bibliothek, Funktion bei der Auto, Anzeige. Also normalerweise hat er doch hier neu. Start.
alle Blinkereien erledigt. E5. Das ist immer blöd, wenn irgendwo eine Figur nicht richtig aufgebaut ist. Da muss man quasi... Ups, das kann ja mal passieren. Ach, lass mich doch in Ruhe mit deinem... Der will schon wieder Russisch spielen. B8, C6. Komisch, dass er dann aber, wenn man auf Alternate geht, dann ein paar Sekunden braucht. Läufer C5. G8, F6. D7, D6. Ich mache lieber H3. Ich habe gar keine Lust auf Läufer G4. Ja, das lässt doch hier wirklich spannende Matches zu. Springer A5. Ja, kann sein, dass er deswegen nicht so gut war. Läufer F7 schlägt und Springer G5 Schach. Ich dachte, eigentlich kenne ich die Anzeige am Anfang, dass das dritte von rechts dann so neu ist. Da kann man quasi bei den Emulatoren kann man dann den Speicher löschen. B3 schlägt. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Weiter weiß ich nicht. G7, G5. Auch diese Punktmatrix ist super bei dem. Das sieht alles ein bisschen locker aus am Königsflügel bei ihm. Vielleicht zum Springer nach H2 zurück. Ach, das ist ab den Läufer einzustellen. Er ist ja gepinnt. Also wenn er das schlägt auf G3, ist der Läufer einfach weg. Ist natürlich schlecht. Und Springer E5 schlägt, Springer G3 schlägt. Also ich will mich jetzt nicht auf taktische Scharmütze mit dem einlassen, obwohl das wahrscheinlich ohnehin nicht funktioniert. F7, F5. Den muss ich nehmen. Läufer F5. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre das Modul in dem Gerät angekommen, was da reingehört. Dem Vancouver. Da spiele ich auch mal was aktiv. Meine Güte. Das erste reguläre Richard-Lenk-Programm, was ich habe, von Mephisto. G4. Mit der Idee H4. G4, Läufer zieht weg, H4, Läufer G4, Bauer G5, Bauer G5, Springer G5. Vielleicht mal Dame H5. Ich kann das echt nicht glauben. Ein bisschen Angst hatte ich am Anfang. Ich habe gesehen, dass ich so einklicken lassen musste, aber ich weiß auch nicht, wovon das gekommen ist. Man weiß ja nie, was sie mit den Paketen da machen. E8, C6. C6, Thomas, C6. Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich glaube nicht, dass das geht. Ich mache lieber Springer E4. Ich dachte, erst einen Moment hier. Da könnte ich eventuell drüber nachdenken, auf G5 zu opfern. Dame D2, Springer G5, Bauer Dame G5 schlägt Schach. Das sieht auch schon schäbig aus. Ich habe aber nicht 100.000 Jahre Zeit. Er muss natürlich erstmal das in Erwägung ziehen, dass ich opfern könnte. Was soll das denn werden hier? Gehen Sie mal wieder nach Hause. Der will meine ganzen grandiosen Opferideen dadurch zunichte machen, indem er diesen Zug jetzt macht. Kann doch nicht sein.
Springer G5, Bauer G5, Dame G5 schlägt Schach, König G7. Was mache ich dann? Wer ist so wahnsinnig und opfert auf Verdacht gegen Computer? Der Lippo. Genau. Ich könnte auch dann erstmal rein auf F7 schlagen. Den Turm quasi beseitigen. Dass das nicht mehr geht. Dem Wahnsinn zu Besuch. Der Springer ist auch drauf. Deswegen König G6 kann ich trotzdem nehmen. Ich habe ja theoretisch habe ich ja die Freibauern auf der Seite. Damit zieht zwei schlägt Schach, dann habe ich doch nicht so viele Freibauern. Die werden erstmal eingedampft. Ach Gott. Ja, das ist typisch, dann stellt man es doch ein. Ich gebe auf. Und das war's auch für das Video. Es wird allmählich etwas zu lang. Da muss man sich natürlich hochkonzentriert gegen hinsetzen, gegen dieses Gerät, sonst hat man da keine Chance. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal an Boris für diese wunderschöne Kanalspende. Das Münchenbrett hat er gestern abgeschickt. Also bei dem, was das wurde, Montag abgeschickt. Dienstag wurde es dann aus der Filiale abgeholt und Mittwoch ist es angekommen. Bei dem könnte sein, Dienstag wurde es in die Filiale abgegeben. Mittwoch wird es von der Filiale abgeholt und Donnerstag kommt es an. Das wird so ein fantastisches Jahr. Es passt auch hier so. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn so lasse oder ob ich den zu einem Polger mache. Den Exklusiv-Polger und den München-Vancouver. Allein schon das Münchenbrett zu haben, das ist so fantastisch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.